Sehr geehrte Sponsoren, Lehrende und Angehörige der FH Joanneum, Familienfreunde, liebe Weasels. Guten Abend und herzlich willkommen zum heurigen Rollout von Joanneum Racing Graz. Wir freuen uns, dass Sie heute vor Ort dabei sind und grüßen auch alle, die vom Stream aus zuschauen. Meine Co-Moderatorin Chiara Wenig und mein Co-Moderator Samuel Marton werden Sie heute durch den Abend führen und gemeinsam mit dem gesamten Team den JR22 präsentieren. Mit diesem Rollout beginnt eine neue Ära. Nach 17 Jahren Verbrennerklasse stehen wir nun heute hier vor einer Premiere. Denn wir haben in dieser Saison unser erstes Fahrzeug mit elektrischem Antrieb auf die Räder gestellt. Die Weasels haben natürlich wie jedes Jahr bis zur letzten Minute geschraubt und geschwitzt, damit sie heute das Auto sehen können. Vor 2 Jahren hat sich Joanneum Racing Graz dazu entschieden, das erfolgreiche Verbrennerkapitel zu schließen und neue Wege einzuschlagen. Dieses Kapitel haben wir vergangene Saison beendet mit einem Gesamtsieg in den Niederlanden, einem weiteren Gesamtsieg in Italien, den 3. Platz in Österreich sowie den 9. Platz in der Weltrangliste, auch wenn wir zwischenzeitlich sogar Zweiter waren. Ein großer Applaus für die Teammitglieder von JR21 für diese großartige Leistung. Jetzt möchten wir aber die Vergangenheit hinter uns lassen und den Blick nach vorne richten, beziehungsweise zur Seite zu unserem JR22. Denn eine neue Ära bringt natürlich auch neue Herausforderungen mit sich und erfordert daher sehr viel Unterstützung. Die FH Joanneum hat uns bei diesem Projekt sehr viel Windschatten gegeben. Wir bitten daher den wissenschaftlichen Geschäftsführer, Professor, Diplom-Ingenieur Dr. Karl-Peter Pfeiffer und den kaufmännischen Geschäftsführer Magister Martin Bayer, MBA, auf die Bühne. Die erste Frage geht an Sie, Herr Payer. Wie wichtig ist es denn für die FH Joanneum, ein so erfolgreiches Projekt wie Joanneum Racing Graz in den eigenen Reihen zu haben? Ja, zuerst einmal herzlich willkommen. Wir sind ja geflasht. Die erste Veranstaltung wirklich in Präsenz, in-house wieder seit dieser langen Pandemiezeit. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Wir alle sind begeistert davon. Und wer könnte dieses Fest besser eröffnen als das Racing-Team? Also für uns ist dieses Projekt und die Teammitglieder das Aushängeschild. Warum? Die FH Joanneum steht für praxisorientierte Ausbildung auf Hochschulniveau und das machen sie in der gesamten Facette, in der Fahrzeugtechnik, aber es sind ja nicht nur Fahrzeugtechniker dabei, die gesamte Palette von Produktion, Organisation, von Management, internationale Geschäftsprozesse, die Designer, alle arbeiten zusammen, stellen ein tolles Budget auf. Wir repräsentieren dahin noch einen kleinen Teil, wenn man hier in die erste Reihe schaut. Herzliches Dank an diese vielen zahlreichen Sponsoren. Was hier aufgestellt wird, ist ein Wahnsinn und mir geht jedes Mal die Gänsehaut, wenn ich da reinkomme und diese Spannung und dieses Engagement von den Studierenden sehe. Also herzliches Dank an euch, an die Weasels. Ihr seid ja unser Aushängeschild. Dankeschön, Herr Bayer, für diese großartigen Worte. Joanneum Racing Graz ist natürlich nicht nur für die FH Joanneum ein Erfolgsprojekt, sondern natürlich auch für uns Studierende. Herr Pfeiffer, wie profitiert man jetzt als Weasel an der Teilnahme an dem Racing Team? Also ich glaube, erstens profitiert man davon, dass man diese tolle Entscheidung getroffen hat, an der FH Joanneum zu studieren. Das ist schon mal prinzipiell die beste Entscheidung, die man treffen kann. Da hänge ich jetzt gleich an und falls jemand Bekannte hat, und ich bin davon überzeugt, die noch nicht wissen, was sie studieren, wir haben 50 Bachelor- und Masterstudiengänge, da ist sicher das Richtige für viele dabei. Also sagen Sie das weiter und ich glaube, dieses Event zeigt, was an der FH Joanneum los ist, was unsere Studierenden können, was sie zu Wege bringen und ich glaube, wir sind alle total neugierig und das Studium verbindet eben Theorie mit Praxis und ich habe immer wieder gehört, auch von Personen aus der Wirtschaft, die ich alle auch sehr herzlich begrüße, die Sponsoren, dass wenn jemand kommt und sagt, ich war im Weasels-Team,
dann sagen die Leute, super, noch kurz, da ist der Vertrag, unterschreiben und morgen dürfen sie anfangen. Also diese Chancen, und das zeigt für die Qualität, und dass dieses super Traumauto, das ja noch immer kein Dienstwagen ist für uns beide, weil es ja nur ein Einsitzer ist, das ist der Nachteil, aber das hätten viele gerne und so viel Innovation auf einem Platz, das ist beeindruckend und wirklich Gratulation an das vorherige Team und an das jetzige und eine besondere Gratulation, dass Sie es sich auch in Richtung Nachhaltigkeit und Elektroauto entschieden haben. Danke. Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, das geht an Sie beide, wie elektrifiziert sind Sie denn für diesen Beginn der neuen Ära? Auf einer Skala von 1 bis 10. Also meine elektrische Energie beim Radfahren steckt in meinen Beinen, auch wenn sie schon etwas älter sind. Aber ich muss zugeben, ich fahre noch immer gerne, sofern es nicht steil bergauf geht, mit dem Fahrrad. Und ja, sonst bin ich noch nicht elektrifiziert. Muss ich Martin, willst du das beantworten? Ja, die Spannung steigt und insofern würde ich das auf 8 einschätzen und ich hoffe, dass dann im Laufe des Events das Richtung 10 geht, dass schon Gänsehaut kriegt und dann, wenn es losgeht, dass wir dann alle gemeinsam in das Clapping übergehen können. Das ist das Ziel. Ich bedanke mich für Ihr Kommen in das Gespräch. Jetzt begrüßen wir den Studiengangsleiter der Fahrzeugtechnik, FH-Professor, Diplom-Ingenieur Dr. Kurt Steiner und Faculty-Advisor, Diplom-Ingenieur Thomas Gerstdorfer. Herr Steiner, kurz und knapp, warum steht man als WIS in der Pole-Position fürs spätere Berufsleben? Als zukünftige Ingenieurin und Ingenieur der Fahrzeugtechnik ist es ganz wichtig, das Gesamtsystem Fahrzeug zu verstehen. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch von der praktischen Seite. Das Formula Student Projekt ist für uns eines der Hauptsäulen in der Ausbildung und steht für eine praxisorientierte Ausbildung, sozusagen Praxis, die Spaß macht. Die Teammitglieder arbeiten wie in einem Unternehmen unter Zeit- und Kostendruck. Und was Besseres kann man sich an und für sich als Industrieunternehmen von der Arbeitsmarktfähigkeit her gar nicht wünschen. Wir sind uns auch im Lehrkörper einig, dass das erarbeitete Wissen und das durch den Bau des Fahrzeugs die entstehenden Probleme und diese Herausforderungen, die gemeistert werden müssen, ein Vielfaches von dem ausmachen, was wir im Unterricht vermitteln können. Das heißt also, Mitglied zu sein im Formula Student Team bedeutet die optimale Vorbereitung für einen Top-Job mit Top-Karrierechancen in der Fahrzeugindustrie. Wer könnte das besser wissen als Sie, Herr Gerstdorfer? Sie waren ja selbst mal Weasel, sind jetzt Teil des Advisory Boards. Das besteht aus 5 Fahrzeugtechniklehrenden, die uns bei fachlichen Fragen zur Seite stehen. Wie haben Sie die Entwicklung von Your Name Racing Graz in den letzten Jahren miterlebt? Ja, also meine Advisory Board Kollegen, der Philipp, der Martin, der Kai und der Andreas, die haben sich da hinten irgendwo versteckt. Wir kennen das Team jetzt schon sehr, sehr lange, verfolgen das schon quasi Jahrzehnte, kann man mittlerweile fast sagen. Und was mir auffällt, ist, das Team wird wirklich von Jahr zu Jahr professioneller. Und das ist auch gut so, weil die Autos werden von Jahr zu Jahr komplexer und das kann man nur stemmen, wenn man ein breit aufgestelltes Team ist und ein professionelles Team ist. Und wir haben es heute schon gesehen, wir sind aktuell Platz 9 in der Weltrangliste und das ist ganz sicher kein Zufall. Wir bedanken uns für Ihre Eindrücke. Nein, bitte, Entschuldigung. Ich würde mich schon mal flott wegnehmen. Wir präsentieren heute unseren JR22, unser neues Auto, beginnen damit eine neue Ära. Aber es stehen natürlich schon mehrere Boliden am Campus. Mit welcher haben Sie beide jetzt eine besonders persönliche Erinnerung? Also es ist natürlich jedes Fahrzeug, das immer neu entwickelt und gebaut wird, ein Unikat. Und jedes Fahrzeug steht für besondere Emotionen, für Leidenschaft, für Freude, für Stolz und immer für ein einzigartiges Team, das Großartiges geleistet hat.
Mir fällt da zum Beispiel ein, dass ja, der Bulle, nehmen wir in den Bulle, denn das Fahrzeug JR04, ein, muss man sagen, etwas stämmiges Fahrzeug, und obwohl Carbotech an und für sich als Leichtbau, als Erfolgsschlüssel ausweist und Carbotech dementsprechend als Sponsor vorne an der Front des Fahrzeugs drauf abgebildet ist, steht dementsprechend das Fahrzeug mit 320 Kilogramm Gewicht da und ist sozusagen ein richtiger Bock, das ohne Fahrer, und hat auch noch den Eindruck, weil man dementsprechend ja damals in der Fertigung, der Michael Czesnowski hat mir das einmal erzählt, in der Fertigung und in der Eile der Fertigung aufgrund des Termindrucks einige Nachtschichten vor dem ersten Rennen einfach beschlossen hat, die beiden Hälften, die das Chassis ausmachen, können wir nicht mehr teilen oder zumindest jetzt so zurechtschneiden, also nehmen wir einfach die überbreiten Chassisteile und bauen die dann zusammen. Das wäre das erste Fahrzeug, der Beginn einer riesen Ära. Dann haben wir natürlich etwas, was uns auch richtig stolz machen kann, denn JR06, es sind ja einige der Teammitglieder jetzt auch Lehrende am Institut, der Kai und der Andreas, die haben ja wirklich Großartiges auch geschafft mit einem Gesamtsieg in Italien. Und zwar, wir waren damals mit dem Gesamtsieg weltweit die erste Fachhochschule, die sich in die Ergebnisliste, in die Siegerliste des SAE-Bewerbs eingetragen hat. Also das war schon ganz was Spannendes damals, und das Fahrzeug hat ja, was mir heute auch gesagt wurde, sehr lange funktioniert. Das wurde erst vor kurzem bei einem Sponsors Day von einem nicht so professionellen Fahrer abgeschossen. Es war nämlich auch ein wahnsinniger Fahrer mit bei dem Fahrzeug dabei, der Hulatsch, ein besonders talentierter. Da gibt es Aufnahmen, wo man sagen muss, er hat es durch die Hochgeschwindigkeitskurven auf den beiden Außenrädern durchbewegt. Etwas, wo der Michael der Atem gestockt ist und gesagt hat, wie kann das sein, aber jetzt wiederholt zusammengebracht. Also besondere Kompetenz des Fahrers. Und dann natürlich noch eines, was ich sagen muss, wir haben ja auch im Lehrkörper lange daran gezweifelt, ob das wirklich sinnvoll ist, in diesem Geschwindigkeitsbereich ein Aerodynamikpaket zu verwenden. Wir haben alle gesagt, das bringt nichts, das ist nur Gewicht und wir werden das niemals brauchen, und haben daran mehr oder weniger unsere Zweifel auch zum Ausdruck gebracht. Die Leute haben gearbeitet, sind nächtelang dabei gesessen, haben berechnet, haben gebaut, haben Leichtbau reingebracht, und da ist ein, ich würde mal sagen, ein kleiner Drache entstanden, nämlich der JR13 Evo, der mit überdimensionalen Luftschaufeln mehr oder weniger den Eindruck hinterlassen hätte, wenn man so schnell hinschaut. Das ist ein kleiner Drache. Er hat sich ausgezeichnet durch besonders hohe Kurvengeschwindigkeiten natürlich. Aber das sind jetzt nur drei der Sterne am Erfolgshimmel von Johan Eum Racing. Man muss sagen, jedes Fahrzeug steht mehr oder weniger als totale Emotion und als Erlebnis da, hat Erinnerungen, und ich sehe allein bei den Teilnehmern, was da hinterlassen wurde. Also drei kleine Sterne oder drei Sterne am Erfolgshimmel von Johan Eum Racing. Da muss man mal mithalten, ja. Gleiche Frage an mich. Ja, sicher. Ja, also die Favoriten haben wir jetzt schon durch. Den 13 Evo, der war auf meiner Favoritenliste auch recht weit oben, auch weil er vom Spirit her total genial konstruiert war. Das Evo-Fahrzeug war eben das verbesserte Fahrzeug für das letzte Rennen der Saison in Michigan. Und das war wirklich alles, was nicht lebensnotwendig war, ist rausgekommen. Das war ein unnötiges Gewicht. Die größten Flügel, die wir je gehabt haben, waren auf dem Auto. Die waren nicht einmal lackiert, weil Lack auch noch ein unnötiges Gewicht ist. Also das hat schon einen guten Spirit gehabt, das Auto. Generell, jedes von unseren Autos war was Besonderes. Die Weasels sind sehr mutiges Team, das ja gerne mal das ganze Konzept über den Haufen schmeißt und was Neues probiert. Und dadurch entstehen wirklich Jahr für Jahr besondere Einzelstücke. Neben dem JR13 kann man nur JR15, 16 erwähnen. Die waren auch komplett neues Konzept damals und waren extrem erfolgreich. Ähnlich war es dann 19 und 21. Auch ein sehr neues Konzept damals mit einem Motorwechsel und auch wieder extrem erfolgreich. Wir haben sie gesehen, das hat uns dann der JR21 wirklich bis knapp an die Spitze der Weltrangliste befördert.
Wenn jetzt einen einzelnen Favoriten nennen muss, dann kann es natürlich nur der JR12 sein, weil den habe ich damals mit meinem Team bauen dürfen. Und da steckt ganz viel Schweiß und Herzblut und schlaflose Nächte drinnen. Und darum wird er immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Wir bedanken uns natürlich für diese Eindrücke und Ihre Zeit. Erfolg ist natürlich nur durch Teamarbeit möglich. Als eine Gemeinschaft aus Studierenden brauchen wir öfters Hilfe von außen. Unsere Sponsoren sind aber eine sehr große Stütze, seien es in finanzieller Hinsicht, aber auch bei fachlichen und technischen Fragen. Wir dürfen daher einen unserer Sponsoren auf die Bühne bitten. Angereist aus Woking, England, begrüßen Sie mit uns Diplom-Ingenieur Matthias Dank, Motorsportdirektor von McLaren Applied. Danke. Erstmals Dankeschön für Ihre weite Anreise. Wie profitiert Your Name Racing Graz von der Unterstützung von McLaren Applied? Ja, das ist eine gute Frage. Nur gute Frage. Wir können euch ja nicht direkt helfen, aber fangen wir mal so an. Im Motorsport braucht es einen sehr vielfältigen Mix, dass man erfolgreich ist. Also man muss einmal gute Ideen haben und eine gewisse Genialität mitbringen. Es braucht natürlich sehr viel Einsatz, es braucht gute Fahrer, es braucht eine ordentliche Portion Glück, weil es ist ein Sport, es ist ein Hochleistungssport, aber es braucht auch die notwendige Technologie. Und auf der Seite vorbereitet für gute Ideen werdet ihr ja hier im Haus. Den Mut und die Einsatzbereitschaft sieht man, bringt ihr ja selber mit. Herzliche Gratulation dazu. Die Fahrer werden wir diese Saison sehen, wie gut sie performen. Das Glück, da drücke ich euch die Daumen dazu. Und beim letzten Teil kommen wir dann ins Spiel. Bei der Technologie, bei den Tools, bei den Prozessen, bei den Werkzeugen, da unterstützen wir sehr gerne, weil wir natürlich auch wollen, dass ihr mit dem ausgebildet werdet oder an den Geräten ausgebildet werdet, die ihr hoffentlich in eurem weiteren Berufsleben dann auch verwenden werdet. McLaren, das ist ein ganz großer Name im Motorsport. Das Unternehmen hat auch über viele Jahrzehnte einige Wandel erlebt. Wie beurteilen Sie jetzt den Umstieg auf Elektro im Hinblick auf die Zukunft des Motorsports? Wenn die Frage darauf abzielt, ob die Elektromobilität die Zukunft ist, sage ich ganz klar nein. Warten. Nein, aus zwei Gründen. Erstens einmal wissen wir schon seit Jahren, die Elektromobilität, wenn wir in Bezug auf Nachhaltigkeit ein bisschen nachdenken, kann nicht das Einzige sein. Ja, es ist ein Baustein und es ist ein sehr wichtiger Baustein, aber wenn man Verkaufszahlen anschaut, ist es nicht die Zukunft, ist schon bald in der Gegenwart angekommen. Und gerade im Motorsport ist die Elektromobilität de facto in der Gegenwart angekommen. Jede Rennserie, die aktuell neu entstanden ist und in den nächsten Jahren entsteht, ist zumindest hybrid, wenn nicht vollbatterieelektrisch. Aktuell, und jetzt kommen wir schon fast in die Philosophie rein, und da will ich gar nicht reingehen, sind es jetzt synthetische Treibstoffe, sind es E-Fuels, machen wir doch Wasserstoff? Aber das diskutieren wir danach gerne an der Bar. Die Frage, um auf die zurückzukommen, was halte ich davon, dass ihr es hier gemacht habt? Ja, super. Jetzt habt ihr jahrelang zwischendurch ein bisschen verloren, aber quer durch die Reihe mit dem Verbrenner dominiert. Das wird ja langweilig. Und das ist wirklich dieser Motorsport-Spirit. Machen wir was Neues. Machen wir das, was wir noch nie gemacht haben. Und frei nach der Pippi Langstrumpf habe ich noch nie gemacht. Wie schwer kann es sein? Also bin ich der Richtige, um es zu machen. Herzliche Gratulation dazu. Einen Punkt, der noch ganz wichtig ist, gerade für den Motorsport, aber eigentlich für jeden Bereich im Leben, gute Ideen bringen gute Lösungen. Gute Ideen werden dann geboren, wenn sie aus einem sehr vielfältigen Hintergrund kommen. Jetzt ist zwar Nachhaltigkeit allgegenwärtig, aber uns ist halt Diversität auch wichtig. Und damit einerseits einmal Danke an die FH und herzliche Gratulation, ihr bildet ausgezeichnete Ingenieure aus.
Aber ich darf gerade die Herren, die auf der Bühne waren, vielleicht mit einer Frage dann noch in den Abend entlassen. Was könnte man tun, dass ihr vielleicht ein paar mehr ausgezeichnete Ingenieurinnen für uns heraus und herbildet? Mit dieser Frage werden wir uns sicher noch definitiv beschäftigen. Das können wir versprechen. Wir bedanken uns, dass Sie angereist sind und hoffe, Sie haben noch einen schönen Abend hier bei uns. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und wir sehen uns sicher später noch. Danke sehr. Joanneum Racing Graz vereint Motorsportbegeisterte aus den verschiedensten Studienrichtungen der FH Joanneum. Insgesamt sind wir derzeit ein Team aus fast 90 Weasels. Dafür zuständig, dass jetzt nicht nur das Auto wie geschmiert läuft, sondern natürlich auch das Team, ist unser Vereinsvorstand. Dieser sieht, was Sie gesehen hat, übrigens recht vorzeigbar aus für all die schlaflosen Nächte und leeren Red Bull-Dosen der letzten Tage und Wochen. Ja, werden wir mal schauen. Wir grüßen Sie hier zu unseren organisatorischen Leiter Thomas Schmidt, unseren technischen Leiter Alexander Zopf, den Schriftführer Michael Jauschnick sowie unseren Finanzminister Wolfgang Schneider. Die wohl allerwichtigste Frage vorweg, wie viele Stunden Schlaf waren es denn jetzt eigentlich in den letzten Tagen und Wochen? Ja, ich glaube, die kann man in einer Hand abzählen. Ja. Aber ja, viel war es nicht, aber dafür schlecht. Nun ja, ziemlich viel Schlaf werdet ihr auch während der Bewerbe im Sommer nicht haben. Thomas, wo sind die Weasels denn dieses Jahr vertreten? Ja, sie werden so wie letzte Saison wieder in den Niederlanden anfangen, am TT-Circuit Assen, fahren dann weiter in den Süden zu unserem Heimbewerb nach auf den Red Bull Ring und werden dieses Jahr abschließen zum ersten Mal überhaupt in Kroatien, FS Alpe Adria, Novi Marov werden wir das Jahr beenden dieses Mal. Was natürlich neu ist, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte von Joanneum Racing Graz mit Elektromotoren durchstarten. Alex, was sind deine Ziele für die diesjährigen Bewerbe? Ja, also prinzipiell einmal sind unsere größten Ziele, dass wir die technische Inspektion schaffen und dann an die dynamischen Erfolge von den letzten Jahren anknüpfen können und auch in weiterer Folge die statischen Erfolge, die wir halt auch vor allem im letzten Jahr erreicht haben, noch einmal hinbekommen. Ja, die Ziele sind uns natürlich sehr hoch gesetzt. Ich bin mir sicher, wir schaffen das. Wir haben Team Spirit, wir sind fast 90 Weasels im Team. Michael, wie schwierig ist es da jetzt für Ordnung im Bau zu sorgen? Ja, Ordnung im Bau zu sorgen, das ist jetzt nicht immer die leichteste Aufgabe, sagen wir so. Am Anfang der Saison haben wir schon Probleme gehabt, muss man sagen, aber die haben wir mittlerweile in den Griff bekommen und wie du sagst, jetzt mit 90 Weasels funktioniert es auch ziemlich gut und wir freuen uns eben auch schon auf die nächsten Monate und Jahre und hoffen, dass wir mit unserem Team, wenn wir es größer auch aufziehen, das Projekt Joanneum Racing Graz, dass wir dann auch noch erfolgreicher werden. Was man natürlich sagen muss, die steigenden Spritpreise kommen uns wahrscheinlich relativ entgegen mit diesem Elektromotor. Wolfi, was mich jetzt interessieren würde, mit welchen Herausforderungen müssen wir trotzdem rechnen, um erfolgreich in diese neue Ära zu starten? Ja, die Spritpreise helfen uns gar nicht so viel, leider Gottes. Das letzte Auto war zu effizient. Es ist ein neuer Antriebsstrang seit 2017 zum ersten Mal und wir mussten natürlich Infrastruktur schaffen, um ein komplett neues elektrisches Antriebskonzept unterzubringen und Infrastruktur für Testbeds und natürlich durch unsere Sponsoren ist uns das ziemlich gut ermöglicht worden. Das waren jetzt schöne Abschlussworte. Nochmal einen riesen Applaus für unsere Alpha Weasels. Als nächstes dürfen wir für einen unserer Sponsoren einen Applaus bitten. Begrüßen Sie bitte Diplom-Ingenieur Michael Peinsit, Abteilungsleiter für Race Engineering von AVL Racetech. Herr Peinsit, AVL Racetech ist ja schon lange mit an Bord und hat schon viele Saisonen von Joanneum Racing Graz miterlebt. Aber wie sehr treibt Motorsport und damit natürlich auch AVL Racetech jetzt Innovationen an?
Also ich denke, dass Motorsport schon immer ein Innovationsträger gewesen ist und das auch weiter sein wird. Und ich glaube, das kommt einfach daher, wenn man sich anschaut, in welchem Umfeld man sich da bewegt. Motorsport ist per Definition enorm wettbewerbsorientiert. Der Druck ist hoch, die Entwicklungszyklen sind extrem kurz, es wird fast jedes Jahr ein neues Auto gebaut, in manchen Rennserien wirklich jedes Jahr. Die Konkurrenz ist stark, man hat mit Randbedingungen zu kämpfen, sei das vom Reglement, sei das Budgetbeschränkungen oder sonstige Beschränkungen. Und dieses Konglomerat führt einfach dazu, dass Innovationen praktisch notwendig sind. Man will ja immerhin besser sein als die Konkurrenz, man will schneller zum Ergebnis kommen, besser optimieren, effizienter sein und dafür braucht es einfach die Innovation. Innovation ist jetzt nicht nur rein technologisch zu sehen, sondern auch was Prozesse betrifft, was Tools betrifft, die entwickelt werden, die dann da hinten rausfallen und dann irgendwann den Eingang finden in anderen Bereichen im Automotive Engineering, seien es Nutzfahrzeuge, seien es PKWs, sei es Marine. Also da gibt es die verschiedensten Anwendungen und das wird bei uns bei AVL Restic auch genauso gelebt. Im Endeffekt muss man sagen, Innovation geht ja nur mit den Leuten, die dahinter stehen. Das sind die Menschen, die die Ideen haben, die dann entwickeln, die ausführen, zum Einsatz bringen. Und üblicherweise die Innovatoren, das sind Leute, die sind hochmotiviert, die sind clever, die sind gut ausgebildet. Genau solche Leute, wie ihr es hier im Joanneum Wiesels Team habt, also herzliche Gratulation dazu. Und wenn es diese Leute weiterhin in großer Zahl im Motorsport gibt, dann wird Motorsport ganz sicher ein guter Nährboden für weitere Innovationen bleiben. Danke für diese großartigen Worte und viel Spaß noch heute am Abend. Vielen Dank für die Einladung, schönen Abend noch. Meine Damen und Herren, was den Motorsport so auszeichnet, ist eine große Familie, der Zusammenhalt. Und dass wir jetzt auf Elektromotoren umsteigen, ist natürlich nur den wenigsten entgangen. Aus diesem Grund haben uns verschiedene Persönlichkeiten aus der Welt des Motorsports ihre persönlichen Wünsche und Grüße zugeschickt. Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde, hallo liebe Joanneum Racing Graz Teammitglieder, liebe Weasels, die Formula Student, sie ist ein sensationelles Projekt. So ziemlich alles, was ich jemals über Autos gelernt habe, habe ich in der Formula Student gelernt und hatte dabei auch noch jede Menge Spaß. Also genießt die Zeit, es ist die schönste überhaupt und habt eine erfolgreiche Rennsaison 2022. Tut mir dabei aber noch einen Gefallen, seid nicht zu erfolgreich, lasst meinem alten Team aus Regensburg auch noch eine kleine Chance. Hallo zusammen, hier ist Sascha Roos von Sky. Ich bin der Formel 1 Kommentator dort und ich habe gehört, dass ihr wieder fantastische Arbeit geleistet habt und ich drücke euch natürlich die Daumen für euer Rollout und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den Umstieg von Motorantrieb zu Elektroantrieb hervorragend hinbekommen habt und an die tollen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen könnt. Also ich drücke euch die Daumen, nur das Beste für Joanneum Racing und ja, viel Erfolg und viel Glück für eure weiteren Unternehmungen und Planungen. Macht's gut. Ciao. Good luck to all the Formula Student drivers. The most important is always the driver, so if you're slow, always blame yourself first. And not the team and always work on your driving and it's a good experience. I think it's one of the closest things you can do to single seaters. So I think you'll have a great experience and enjoy it. Guten Abend nach Graz. Es freut uns besonders, dass wir heute mit dabei sein dürfen beim Rollout des vollelektrischen Motor 22. Der Gruß gilt natürlich bis ausgehend von der gesamten Geschäftsführung und des Kreis Electric Teams, wo wir schon seit 2018 gemeinsam an Entwicklungen arbeiten, die euer elektrisches Rennfahrzeug ermöglichen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute für die Wettbewerbe in diesem Jahr, viel Erfolg und noch einen schönen Abend. Never stop pushing. Hallo, liebes ehemaliges Team. Wir wünschen euch sehr viel Spaß am Rollout, das am 8. stattfindet. Und sehr viel Erfolg für die anstehende Saison. Viel Spaß und lasst die Karre heile. Wind im Sommer. Hallo liebes Joanneum Racing Team Graz. Ich wünsche euch für die kommende Saison alles, alles Gute. Ich bin mir sicher, es wird diese Saison noch besser sein als letzte Saison. Schon allein deswegen, weil ihr seid die Vorreiter, die von Verbrennermotoren auf Elektromotoren umsteigen. Ich drücke euch die Daumen. Ja, servus Alex.
Der Alex ist heute hier mit mir im Red Bull Ring. Wir haben uns zufällig getroffen und er möchte uns in diesem Zuge auch alles Gute wünschen. Ja, absolut, liebe Fachhochschule in Graz. Ja. Ihr müsst den nächsten Adrian Newey sein, der erstes Elektroauto, Elektromolide, hier knapp vom Rollout. Bis ganz zum Schluss kann man noch den Prozess optimieren, das Auto optimieren, aber auch gegenseitig motivieren. Und ich finde das voll cool, Formula Student Programm, was ihr da macht. Also, hopefully fully charged into the future. Vielen Dank, Alex. Liebes Team von Joanneum Racing Graz, ich wünsche euch für die anstehende Saison in der Formula Student viel Erfolg. Ich habe gehört, ihr seid von Verbrenner auf Elektromotoren umgestiegen. Auch dabei drücke ich natürlich die Daumen. Viele Grüße, Luki. Grüß euch, das ist der Andi Gröbel von Servus TV. Ich wünsche dem Team Joanneum Racing Graz für die neue Ära mit Elektromotoren und für die neue Saison alles Gute. Wir glauben ganz fest an euch. Sicher, Sie haben den ein oder anderen erkannt. Wir möchten uns nochmals recht herzlich für diese großartige Geste bedanken. Die Videobotschaften können Sie natürlich später auf unseren Social Media Kanälen nochmals nachsehen. Vorbereitung spielt im Motorsport eine tragende Rolle. Bis erstmal so ein Auto auf allen vielen Rädern steht, finden viele Prozesse statt, darunter auch die Testung des Antriebsstrangs. Aus diesem Grund dürfen wir nur Ingenieur Karl Baumgartner von unserem Sponsor Cars Engineers nach vorne bitten. Herr Baumgartner, was können Sie für Ihr Unternehmen aus der Kooperation mit Joanneum Racing Graz mitnehmen? Danke für die Frage, ich finde die wirklich gut. Eigentlich ist die Frage so gut, dass ich sie gar nicht umfassend erfüllen und beantworten kann. Es sind so viele Dinge und ich blicke da wirklich zurück auf eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit, erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen unseren Häusern, zwischen der FH Joanneum und uns als Unternehmen, KS Engineers. Wirklich, ich kann schon fast sagen, es sind Jahrzehnte, oder? Korrigieren Sie mich. Es ist wirklich eine ganz lange Zeit und wir haben immer sehr erfolgreich beidseitig zusammengearbeitet. Das freut uns sehr. Aus dem Grund kann ich gar nicht sagen, was ich da alles mitnehme. Und es ehrt mich, dass ich da hier heute stehen darf. Aber lassen Sie mir es ungefähr so skizzieren. Bis gestern würde ich sagen, es war einfach toll und eine große Freude zu sehen, wie die Teams zusammengearbeitet haben und auch wie man sich gegenseitig mit unterschiedlichen Lösungen und Lösungsansätzen befruchtet hat. Heute, sage ich, es sind jede Menge positive Emotionen, die wir alle mit nach Hause nehmen können. Und für morgen, da wünsche ich dem Team alles Gute und wir freuen uns dann gemeinsam über die Erfolge, die da sicher folgen werden. Davon bin ich überzeugt. Und übermorgen, das ist jetzt in eigener Sache, ja, da wünsche ich mir ganz, ganz viele Absolventinnen und Absolventen, gut top ausgebildete Ingenieure, die bei uns anklopfen und bei uns einen tollen Job kriegen. Und da freue ich mich schon, dass wir die dann bei uns im Team haben. Ich kann so viel. Ja, vielen Dank, dass wir da Teil dieser Erfolgsgeschichte sein dürfen. Ich kann so viel sagen, an Zukunft gibt es hier genug, glaube ich. Ich teile dann Karten aus. Sicher. Wir bedanken uns für Ihr Kommen, Herr Baumgartner. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt kommt das, worauf Sie alle gewartet haben. Aber nein, ich muss Sie leider enttäuschen, unser JR22 bleibt erstmals noch verhüllt. Wir möchten die Zeit aber bis dahin nutzen, um uns bei den zahlreichen Menschen zu bedanken. Und das waren dieses Jahr fast 110 Leute, die beim Picture Support mitgemacht haben und damit einen großen Teil zu unserem Erfolgsprojekt geleistet haben. Wir möchten da etwas zurückgeben und werden jetzt aus den Picture Support Teilnehmerinnen eine glückliche oder einen glücklichen auslosen, der dann beim Sponsors Day in den JR22 springen darf. Wir bitten um riesengroßen Applaus für unser Glücksengel Lukas.
Und der Gewinner ist? Michael Bauer oder Michaels Bauer. Wenn Herr Bauer da ist, dann darf er natürlich jetzt nach vorne kommen. Oder hat er ein bisschen Angst? Ja. Na gut, seinen Gewinn darf er trotzdem behalten. Natürlich. Danke, Lukas. Danke, Lukas, natürlich für deinen himmlischen Auftritt. Wir möchten aber jetzt den Leuten die Bühne bieten, die Joanneum Racing Graz erst so großartig machen. Wir stellen Ihnen daher unsere Baugruppen und natürlich auch die Weasels dahinter vor. Beginnen wir mit unserer neuen Baugruppe Battery. In dieser wird an der Integration eines möglichst leistungsstarken und integrativen und sicheren Hochvolt-Akkus in unserem Fahrzeug gearbeitet. Begrüßen Sie mit uns Teamleader Simon Ehm sowie Felix Grill, Matthias Pfaffenbichler und Astrid Vogel. Die Fahrwerksbaugruppe ist dafür verantwortlich, optimale Traktion in jeder möglichen Fahrsituation zu ermöglichen und gemeinsam mit dem Fahrer die Fahrbarkeit und das Fahrverhalten in Form des Setups des Boliden zu gewährleisten. Wir bitten nach vorne Teamleader Fabian Krehan, Patrick Jenny, Lucie Marschall, Patrick Meyer, David Winter, Tobias Zerwig, Cornel Cicic, Maximilian Wimmer und Florian Fink. Baugruppe Aerodynamik Chassis konstruiert, simuliert und baut Aerodynamikkomponente zur Generierung von Downforce, um den Grip und somit natürlich auch die Performance des Autos zu verbessern. Wir bitten auf die Bühne die beiden Teamleader Katharina Blohowich und Christoph Lukas sowie Markus Hufnagel, Clemens Müller, Wolfgang Schneider, Versi Vesonik, Fabian Wind, Elias Hillebold, Georg Gursch und Jan Reinbrecht. Die Baugruppe Inverter Electrics ist zuständig für sämtliche elektrische Sicherheitseinrichtungen, den Inverter, die Elektronik an sich, die Messeinrichtungen und auch das Blinken am Lenkrad. Wir begrüßen Teamleader Marco Pachner, Johannes Bauer, Chaitanya Chauhan, Erik Menard, Alexander Grebien, Johannes Pieber, Erik Pirold, Thomas Reiner und Markus Wieser. Die Baugruppe Calculation stellt sicher, dass alle kritischen Bauteile am Fahrzeug den Belastungen standhalten. Sie macht Strukturberechnungen, hat so gut wie jedes tragende Bauteil am Fahrzeug analysiert und ist natürlich auch für die Fahrzeugsicherheit zuständig. Wir bitten auf die Bühne Teamleader Maximilian Brauchert sowie Moritz Andexer, Sebastian Feuern, Josef Kandler und Jeremias Pirka. Die Baugruppe Manufacturing stellt die Schnittstelle zwischen dem Team und unseren Fertigungs- bzw. Materialsponsoren dar. Sie sorgt dafür, dass extern gefertigte Bauteile zur rechten Zeit bei uns ist und unser Rohmateriallager immer mit den richtigen Materialien gefüllt ist. Begrüßen Sie hierfür Teamleader Alexander Tretton. Baugruppe ePowertrain kümmert sich um den neuen Elektroantrieb, die Kühlung für Motor und Inverter sowie um den Prüfstand. Wir bitten auf die Bühne Teamleader Christopher Pfleger sowie Markus Eckbauer, Michael Markowitz, David Liebmann, Levente Sokal, Paul Zechner, Martin Rabensteiner und Alexander Zopf.
Powertrain Combustion bzw. Classics ist verantwortlich für die Wartung und Reparatur der Autos der vergangenen Saisons, damit sie dann für Fahrertrainings und Showfahrten einsatzbereit sind. Wir bitten nach vorne Teamleader Clemens Schöber, Eva Rechberger, Maximilian Steurer und Lukas Reimoser. Testing und Data Acquisition ist dafür verantwortlich, dass die Testsaison glatt über die Bühne läuft und die verschiedenen Baugruppen die Daten erhalten, die sie auch benötigen. Wir begrüßen nach vorne Teamleader Benjamin Garleitner sowie Benedikt Machfelder und Philipp Enzinger. Das Department Business & Cost erstellt einen Businessplan rund um den JR22. Dabei kann es sich um ein Event, eine Driving Experience oder auch eine Teambuilding-Aktivität handeln, die wir dann oder die Sie dann auf den Wettbewerben präsentieren. Wir begrüßen Teamleader Jessica Weidacher, Co-Teamleader Carolina Strasser, Petra Hassler, Jasmin Spuller, Maximilian Stückler, Mirko Konrad, Christian Kratzer, Dorian Pongratz und Maximilian Prettner. IT kümmert sich um die Verfügbarkeit unserer Homepage sowie die Bereitstellung benötigter Software. Wir bitten auf die Bühne Teamleader Anna-Katharina Amann und Alexander Mandl. Sponsoring ist verantwortlich für Sponsorakquise, unser Sponsor- und Eventmanagement. Neben Verhandlungen planen sie auch Sponsorenbesuche und kümmern sich um unsere Partnerschaften. Wir begrüßen Teamleader Stefan Geier sowie Helena Mikloska, Lisa Fötsch und Michael Jauschnick. Die Baugruppe Design hat eigentlich überall ihre Finger im Spiel. Alles, was aufs Auto geklebt, auf ein T-Shirt gedruckt oder mit dem Erscheinungsbild des Teams zu tun hat, geschieht im oder mit dem Design-Department. Wir bitten auf die Bühne Teamleader Oliver Klukert sowie Timon De Luca und Flores Schaaf. Unsere Driver bzw. Fahrer sind natürlich die, die dann beim JR22 ins Lenkrad greifen werden. Wir begrüßen Michael Knees, Georg Gursch, Patrick Jenny und Christoph Lukas. Die Baugruppe PR ist für die Kommunikation von Your Name Racing Graz verantwortlich und präsentiert das Team auf den Social Media Kanälen LinkedIn, Instagram, Facebook und TikTok. Auch bei der Eventplanung und bei organisatorischen Angelegenheiten hat sie ihre Finger im Spiel. Begrüßen Sie mit uns Teamleader Julia Schöttl sowie Adela Danschu, Christina Pschor, Michaela Holzinger, Samuel Marton und Chiara Wenig. Natürlich gibt es auch ein paar Alumnis, die uns bei der Entwicklung des Autos mitgeholfen haben. Wir begrüßen hierfür Julian Schmack, Felix Stocker, Julian Sachs-Lehner, Alexander Gruber, Michael Hirz und Susi Chanda. Weiteres dürfen wir auch unsere Freelancer und neuen Mitglieder auf die Bühne bitten. Begrüßen Sie Sascha Savoric, Mario Gasparic, Maximilian Krömer, Klaus Stanek, Kilian Ritter, Michaela Todd und Cornelia Niewiadomska. Auch unsere Alpha-Wiesels dürfen natürlich nicht fehlen.
Wir begrüßen natürlich wieder unseren organisatorischen Leiter Thomas Schmidt, den technischen Leiter Alexander Zopf, Schriftführer Michael Jauschnick und den finanziellen Leiter Wolfgang Schneider. Wir haben Sie jetzt natürlich lang genug auf die Folter gespannt. Bevor wir jetzt jedoch zum Höhepunkt des Abends kommen, möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Ein großes Dankeschön geht an alle Sponsoren und Gäste. Ein großes Dankeschön geht an alle Sponsoren und Gäste, die den heutigen Abend mit uns feiern. Wir bedanken uns auch bei allen helfenden Händen, die dieses Rollout ermöglicht haben. Wir bedanken uns bei den Alumnis, die uns immer noch tatkräftig unter die Arme greifen. Wir möchten uns aber auch bei allen Weasels bedanken, die es geschafft haben, die es ermöglicht haben, dass heute mehr als nur ein Prototyp unter dieser Plane steht. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zum großen Finale, zur Creme de la Creme des heutigen Abends. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für unseren JR22 und damit für den Beginn einer neuen Ära bei Joanneum Racing Graz. We'll be right back.
Das ist er, der JR22. Sie dürfen natürlich nach vorne kommen und das Auto aus nächster Nähe betrachten. Falls Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne damit an die jeweiligen Baugruppenleiter wenden. Falls Sie aber nicht genug von diesem Auto bekommen können, es sind QR-Codes in diesem Raum verteilt, die Sie scannen können, um dann ein 3D-Modell des Boliden auf Ihrem Handy zu bestaunen. Wir würden uns freuen, wenn Sie noch für den einen oder anderen Drink bei uns bleiben und später dann beim Clubbing mit uns gemeinsam feiern. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und vergessen Sie nicht, never stop pushing!